Ja, ciao Silvan. Zuerst mal, wie fest hast du dich gefreut, wo du mitbekommst, dass der FC Basel auch das Jahr gleichzeitig wie Mainz im AB trainiert? Ja, ich habe mich sehr gefreut, weil es heisst für mich ein Wiedersehen mit einigen alten Weggefährten. Und ja, haben mich riesig gefreut, als ich das gehört habe. Wir trainieren ja gerade nebeneinander, das heisst, man sieht sich fast täglich. Und hat das auch Zeit, sich auszutauschen und nicht nur Hoi und Ciao zu sagen. Mit wem hast du noch am meisten Kontakt, seit du weggegangen bist von Basel? Ja, am meisten Kontakt mit dem Fabi Frey. Ich kenne nicht mehr allzu viele Spieler, weil es viel Wechsel gibt beim FCB. Aber ich habe mich auch gefreut, den Tauli wieder zu sehen, den Darian, den Michi, den ich von früher kenne, Marvin aus der Nationalmannschaft. Also auf ein paar Gesichter sind mir natürlich schon noch bekannt und auf die habe ich mich sehr gefreut. Verfolgst du den FCB noch regelmäßig? Ich verfolge den FCB eigentlich noch ziemlich intensiv. Wenn es geht, schaue ich auch mal in ein Spiel mal rein. Ist ein Verein, wo mir das Herz gewachsen ist und dementsprechend bin ich ein Fan, wenn es um Schweizer Fußball geht, vom FCB und wünsche natürlich, dass sie ihre Ziele erreichen können. Und jetzt zu dir, also du hast einen sehr steilen Aufstieg gehabt jetzt in den eineinhalb Jahren, du bist vom FCB zum Mainz, bist jetzt in dieser Saison noch Captain und hast noch deine erste WM bestritten im Dezember. Hast du gedacht, dass du nochmal so einen Karriere-Push bekommst mit dem Wechsel zu Mainz? Es ist für mich wirklich top gelaufen seit dem Wechsel, kann man so sagen. Ich habe den Standplatz mir erarbeitet, habe mir das Vertrauen vom Trainer können erarbeiten und er hat dann das Vertrauen zurückgezahlt mit der Ernennung zum Captain, was für mich natürlich ein riesen Meilenstein ist in meiner Karriere, eine riesen Ehre. Ich habe mir natürlich erwünscht, dass es so gut läuft, aber man weiß es natürlich nie. Ein Wechsel heisst immer auch viele Fragezeichen, viel Ungewisses. Und mit meinem Wechsel zu Mainz haben sich all die Fragezeichen oder all die Unklarheiten sehr positiv, hat sich alles sehr positiv entwickelt und ich hätte es mir nicht können besser wünschen. Sehr schön. Und an deiner ersten WM jetzt hast du auch gerade einen Assist gegeben mit einer Flanke, die zu 2-2 geführt hat gegen Serbien. Mit was für Erwartungen bist du an die WM gegangen und hat sich das erfüllt? Meine Erwartung war eigentlich, dass ich als Stammspieler dort hingegangen bin. Das ist auch dann auch so eingetroffen. Ich habe alle Spiele, als ich fit war, konnte ich über die volle Spielzeit spielen. Dann leider krank geworden vor dem Achtelfinale, was natürlich die ganze Sicht von mir so ein bisschen trübt. Also klar sind wir alle enttäuscht über das Ausscheiden. Und ich persönlich natürlich dann auch enttäuscht gewesen, dass ich das erste Co-Spiel nicht bestreiten konnte. Aber mit ein bisschen Abstand, glaube ich, habe ich persönlich sehr viel lernen, viele Erfahrungen können gewinnen, wo mir in den nächsten Jahren als Profi sicher auch noch werden, viel wert sein. Und 2026 wirst du 33 und bestreitest deine zweite WM, oder? da kann man natürlich, wenn man rechnet und ein bisschen in Zukunft blickt, kann man die Aussage machen. Ich bin aber nicht einer, der zu weit in die Zukunft schaut. Fußball ist sehr schnelllebig. Es kann sehr schnell gehen, in die eine oder in die andere Richtung. Das ist in weiter Ferne noch, die nächste WM. Zuerst kommt ja mal die EM und jetzt kommt zuerst mal Quali für die EM. Also Step by Step. Aktuell aber zumindest in den Vorbereitungen für die Rückrunde. Hier in Spanien ist es auf dem 10. Tabellenplatz. Was liegt noch in dieser Saison drin? Letzte Saison sind wir 8. geworden, genau. Das ist ein ganz tolles Ergebnis. Und was liegt heute, nicht heute, sondern diese Saison drin? Ja, ich glaube, letzte Saison ist für uns eine erfolgreiche Saison gewesen. Wir haben viele gute Spiele gezeigt. Wir haben Fans können begeistern mit unserer Art Fußball zu spielen. Jetzt in den ersten 15 Spielen haben wir das leider nur phasenweise geschafft. Ich glaube, das Ziel muss sein, dass wir eine gewisse Konstanz wieder reinbringen. Dass wir unser Spiel über 90 Minuten jeweils durchziehen und nicht nur über gewisse Teile des Spiels. Wenn wir das schaffen, dann hoffe ich, dass wir mindestens können,
im Mittelfeld bleiben, dass wir nichts mit dem Abstieg werden zu tun haben, uns möglichst schnell können, vielleicht dann auch noch ein bisschen nach vorne orientieren und dann schauen, ob wir vielleicht noch die eine oder andere Mannschaft vor uns können jagen und einholen. Vielleicht sogar europäisch? Ja, das ist so das Ding. Ich glaube, es ist zu früh für uns schon über das zu reden. Die Bundesliga hat sehr viele gute Mannschaften, die das Ziel verfolgen. Ich glaube, für Mainz muss es das primäre Ziel sein, mal sicher im gesicherten Mittelfeld zu sein. Wie gesagt, nichts mit dem Abstieg zu tun haben, möglichst schnell können das Kapitel abschliessen, können das Buch zumachen. Und dann, falls es dann noch andere Ziele gibt, die wir verfolgen können, dann werden wir es dann machen. Aber bis dahin ist es noch ein weiter Weg für uns. Du sprichst gerade Bundesliga an. Was ist deiner Meinung nach der grösste oder was gibt es für Unterschiede zwischen Bundesliga und der Super League? Es gibt viele Unterschiede. Der Rhythmus ist höher. Und zwar nicht nur in den Spielen, sondern im täglichen Training. Dann trifft man natürlich auf individuell viel stärkere Gegner in der Bundesliga. Vor allem ich als Außenverteidiger kann sagen, dass Flügelspieler natürlich extrem gefährlich sind. Sie sind alle schnell, dribbelstark. Da muss man immer auf der Hut sein. Die Stadien sind immer voll, die Stimmung ist immer gut. Alles ist noch ein Stück professioneller. Also es gibt doch einige Unterschiede. Jetzt schnell ein Themawechsel. Gehörst du in Mainz auch zu einer Mario Kart-Gruppe innerhalb von deinem Team, wie es damals beim FCB war? Ja, ich muss sagen, ich habe jetzt leider meine PS in der Schweiz gelassen oder in der Schweiz vergessen ein paar Mal. Weil es gibt tatsächlich da Mario Kart-Gruppe. Und ich wäre auch dort eingeladen worden ein paar Mal, aber ich habe es irgendwie jedes Mal verhängt, die PS mitzunehmen. Aber ja, sie müssen sich warm anziehen, wenn ich dann PS mal dabei habe. Weißt du, deiner Meinung nach der absolute Goat, wenn es um Mario Kart geht? Gegen die, du gespielt hast bis jetzt? Der beste Gegenspieler, den ich hatte, war, glaube ich, Luca Zuffi. Okay. jetzt haben wir noch zum Abschluss drei schnelle Fragen und probierst es so schnell wie möglich zu antworten. Ready? Ja. Also, der beste Ort zum Abschalten? Die Heime mit der Familie. Wenn nicht Fußballer, dann? Gute Frage, ich muss schnell antworten. Dann wäre ich Physiotherapeut oder Golfer. Welchen FCB-Spieler würdest du gerne bei dir im Team haben, in Mainz? Aktuell oder ehemalig? Fabi Frey, auch weil er einfach so ein cooler Typ ist. Danke vielmals und gute Zeit und viel Erfolg. Merci gleichfalls. Super. Gestern noch im Interview bei uns der Silvan Widmo und heute schon wieder auf dem Feld, nämlich im Testspiel gegen den FC Luzern im Mabeya Football Center. Wir besuchen den Match und nehmen euch natürlich auch noch mit. Silvan ist ein Typ, der Ruhe in die Mannschaft bringt. Der war ja sehr, sehr konsequent sagt, was er meint. Er ist sehr ruhig und kann eben, er regt niemanden auf. Ja, und er kann die Leute praktisch wieder runterbringen und dann normale Spiele wieder aufbauen lassen. Und das ist einfach eine geile Nummer. Ja, wir sind sehr froh, dass wir ihn haben. Ja, echt. Er ist halt ein geiler Typ. Wie findet ihr den Captain? Ich finde den Captain sehr gut. Ich habe jetzt auf dem Fanabend hier die Chance gehabt, ihn nochmal privat kennenzulernen. Habe festgestellt, dass es ein ganz prima Kerl ist, der mit beiden Füßen auf dem Boden geblieben ist und meiner Meinung nach super in die Mannschaft passt.